Hallo zusammen, hier ist wieder euch, und ich bin wieder für euch in Dragonflight unterwegs und wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute wollen wir uns gleich zwei Erfolge anschauen und zwar finden wir die beide unter Spieler gegen Spieler und dann einmal unter Welt. Und dort habe ich einmal das Achievement Kopfgeldjäger schon abgeschlossen. Was müssen wir dafür machen? Sammel dein Kopfgeld für gezwungene Spielcharaktere in jeder Zone der Dracheninseln im Kriegsmodus. Und das zweite Achievement haben wir hier unten, Kopfgeld für Strecker, und da müssen wir Ähnliches machen, sammelt 10 Kopfgelder für bezwungene Spielcharaktere auf den Dracheninseln im Kriegsmodus. So, als allererstes müssen wir klären, was ist ein Kopfgeld, beziehungsweise in was für Modus befinden wir uns. Wir sind einmal im War-Mode, den können wir anschalten, indem wir auf unsere Talente gehen und dann hier unten auf Kriegsmodus klicken. Das geht nur als Allianzler in Sturmwind und als Hordler in Ukrimar. Beziehungsweise ich habe was gehört, dass es anscheinend mittlerweile auch in Waldracken funktionieren soll. Habe ich aber noch nicht ausprobiert. Aber in SW und Ukrimar kann man auf jeden Fall anschalten. So, dann ist es so, dass wir hier in den Zonen dann auf der Map sehen, wenn jemand ein Kopfgeld drauf hat. Und ihr seht, hier haben wir gerade jemanden, das ist mein eigener Char, den habe ich jetzt so weit hingebastelt, dass der das Kopfgeld hat. Und zwar, ihr seht hier, der Täler Hordenchar hat ein Kopfgeld und wenn wir den umhauen, gibt es ein bisschen Ehre und wir können ein Säckchen von ihm looten, beziehungsweise wir kriegen dann natürlich auch Credit für unser kleines Achievement. Und jetzt ist es einfach so, dass wir 10 Leute im War-Mode umhauen müssen, die so ein Kopfgeld drauf haben für das eine Achievement und jeweils eine Person in jedem Gebiet. Das funktioniert am besten meistens da, wo PvP-World-Quests sind. Da tummeln sich die meisten Leute, die brauchen nämlich, um dieses Kopfgeld bekommen zu können, verschiedene Buffs. Und jetzt machen wir das mal so, dass ich mal aus dem Stealth rausgehe. Und hier seht ihr, mein zweiter Account steht da schon. Und ja, um diesen Kopfgeld-Buff kriegen zu können, musst du erstmal im War-Mode das zum einen sein und dann musst du den Hordenattentäter-Buff bekommen. Diesen Hordenattentäter-Buff bekommt man nur, wenn man 10 Spieler der gegnerischen Fraktion getötet hat, in dem Fall als Hordler 10 Allianzler, ohne zu sterben. Und ja, danach ist es so, sobald man diesen Buff hat, gibt es eine gewisse Chance, dass dann irgendwann der Kopfgeld-Buff aufploggt. Der kann nach einer Minute kommen, der kann aber auch erst nach einer halben oder dreiviertel Stunde aufploggen. Ne? Heißt, man muss halt mit dem Char relativ lang überleben und irgendwann kriegt man dann den Kopfgeld-Buff. Sobald der drauf ist, ist es jetzt so, dass wenn wir den Spieler umhauen, das können wir jetzt mal machen, ich hätte vielleicht mein Gear ausziehen sollen, weil Tank gegen Tank ist jetzt ein bisschen langwierig. Aber jetzt gucken wir einfach mal, dass wir den runterhauen, obwohl in nur in Bärengestalt geht es tatsächlich. Jetzt hauen wir den einmal runter. Und ihr seht, fürs Achievement hat es nichts gebracht, aber jetzt haben wir hier so ein Säckchen. Und wenn ich das anklicke, kriege ich einen Haufen Belohnungen und ich kriege zusätzlich auch Credit fürs Achievement. Das war jetzt mein 10. Kill und dementsprechend sind wir hier fertig. Wie gesagt, einfach im War-Mode rumgurken, immer mal auf die Map gucken. Es kommt dann auch eine Sprachnachricht, wenn jemand quasi Attentäter ist, den einfach umholzen. Oder ihr könnt es auch mit ein paar Leuten, die ihr kennt, machen, die vielleicht auch von anderen Fraktionen einen Char haben und dementsprechend ja, euch dann immer töten. Und bis sie die Stacks haben, dann wartet ihr ein bisschen, dann könnt ihr den umhauen, wenn er denn, wie zum Beispiel mein Twink-Char hier, dann den Buff drauf hat. Das sind so die zwei Möglichkeiten, die ihr habt. Gut, mehr ist es eigentlich nicht. Beide Achievements sind, wie gesagt, mit diesen Kopfgeldern quasi dann erspielbar. Dann sind wir am Ende mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv werdet. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.